In diesem Video erfährst du alles zu den neuen KI-Kameraden im Title-Update 3.1.0. Los geht's! Bei den neuen KI-Kameraden handelt es sich um Ash, Finker und Thatcher aus Rainbow Six Siege. Um sie aktivieren zu können, musst du zuerst den Funkspruch von Operation Amber Sky, dem Event Operation Amber Sky, angenommen haben und dir die Intro-Sequenz angeschaut haben. Anschließend kannst du die neuen KI-Kameraden im Lobbybildschirm ganz einfach rechts unten auswählen. Dort hast du dann die Auswahl zwischen den Ghost-KI-Kameraden und den Rainbow Six-KI-Kameraden. Die neuen Rainbow Six-KI-Kameraden sind aber natürlich nicht nur einfach neue Skins, sondern sie haben auch tatsächlich einige Spezialfähigkeiten. Und zwar kann Ash Fahrzeuge und explosive Fässer zerstören, Finker kann dich heilen und deine Lebenspunkte und deine Schussstabilität boosten, und Thatcher kann EMP-Granaten auf Bodendrohnen, Geschütztürme und Mörser werfen. Ich persönlich kenne mich mit Rainbow Six Siege leider nicht ganz so gut aus, aber ich glaube, Ash, Finker und Thatcher haben sogar ihre Originalsprecher aus Rainbow Six Siege. Aber da natürlich nicht alles nur gut sein kann, gibt es leider einen, ja, je nach Spielertyp mehr oder weniger großen Nachteil bei den Rainbow Six Kameraden. Und zwar können diese nicht angepasst werden. Du kannst weder die Kleidung der Kameraden anpassen, noch die Bewaffnung. Die sind einfach so, wie sie sind, und ja, daran können wir leider nichts ändern. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Vor allem geht mir das MG von Finker auf den Keks, weil die halt da keinen Schalldämpfer drauf pappen kann. Und ja, aber so ist es nun mal. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn auch unsere normalen KI-Kameraden Spezialfähigkeiten spendiert bekämen oder wenn wir selbst eine Spezialfähigkeit für die KI-Kameraden auswählen könnten. Das wäre super geil, aber ich bezweifle, dass das irgendwie in absehbarer Zeit kommen wird. Abgesehen von den angesprochenen Neuerungen und Änderungen funktionieren die Rainbow Six Kameraden aber genauso wie die normalen Ghost Kameraden auch. Also du kannst denen auch die ganz normalen Befehle erteilen, wie auch schon bei den Ghost Kameraden. Abonnier bitte meinen Kanal, aktivier die Glocke, wenn dir das Video gefallen hat, und schreib mir gerne in die Kommentare, was du von den neuen KI Kameraden hältst. Dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.